Herzlich willkommen zu unserem zweiten Beitrag in der Themenreihe zur Funktion der Farben. Heute beschäftigen wir uns mit Farben und Gesundheit. Die Farben unserer Nahrungsmittel sind wichtige Merkmale für eine gesunde und bekömmliche Ernährung. Wir spüren intuitiv, was uns in der gegenwärtigen Situation gerade gut tut. Ohne die Produkte der industrialisierten Landwirtschaft könnten wir uns gesund nach den Farben des Regenbogens ernähren. Mit dem Verzehr von grünem Obst und Salat sowie grünen Kräutern und Algen nehmen wir die sekundären Pflanzenstoffe Chlorophyll und Lutein im Körper auf. Grün ist daher ein Indikator nahezu fettfreier, bekömmlicher und gesunder Naturprodukte, die viele lebenswichtige Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe enthalten. Chlorophyll, das sogenannte grüne Blut, unterstützt die Entgiftung des Körpers. Es bindet Magnesium für den Aufbau von Muskeln und Nervenzellen und wirkt sogar vorbeugend gegen Demenz. Gelbe und orangefarbene Carotinoide geben den Gemüsesorten wie Karotten, Kürbissen und Kartoffeln, aber auch Obstsorten wie Orangen, Zitronen und Bananen ihre Farbe. Viele Nahrungsmittel wie Karotten wurden sogar so gezüchtet, dass sie mit der Zeit immer mehr eine orange Farbe angenommen haben. Wenn Sie die wilden Vorgänge angucken, dann sind die noch weiß. Das heißt, man wusste natürlich noch nicht viel über Genmanipulation, aber man konnte an den Folgen auf die Gesundheit spüren, dass es besser für den Menschen ist, wenn die Karotte so ein Stück weit immer mehr Carotinoide enthält. Orange Carotinoide sind nämlich Antioxidantien, die zur Abwehr von Bakterien, Viren und Parasiten beitragen, also natürlich der Pflanze vor allen Dingen helfen und die schützen, aber auch uns, wenn wir diese Früchte verzehren, was Gutes bringen. Und das Immunsystem, natürlich sowohl der Pflanze wie auch des Menschen, wird gestärkt. Hierdurch vermindert sich das Risiko gefährlicher Erkrankungen wie Krebs, Rheuma, Alzheimer, Parkinson, sogar Lungenentzündung und Atherosklerose. Die Stärkung der Sehfähigkeit, das kennen Sie wahrscheinlich alles, immer morgens ein bisschen Karottensaft trinken, wird auch durch die Produktion von Vitamin A, was durch diese Carotinoide angeregt wird, den Schutz vor Erkältung, natürlich auch durch Vitamin C, das ist ja bekannt. Das heißt, wir können uns, das spüren wir auch gerade in den kalten Jahreszeiten natürlich, dass wir bestimmte Farbtöne mehr brauchen, also bestimmte Produkte mehr brauchen, die damit verbunden sind, weil Farbstoffe sind Wirkstoffe. Das rote Spektrum der Flavonoide verweist auf den Nährwert von Früchten. Das kennen Sie wahrscheinlich ganz gut. Erdbeeren zum Beispiel sind besonders süß und lecker, wenn sie am rötesten sind. So grüne mögen wir gar nicht so gerne. Auch bei anderen Früchten ist das so. Das heißt, sie wirken sehr, sehr süß und sehr, sehr lecker und sehr, sehr nahrhaft, wenn sie die richtige Rötung erreicht haben. Wenn dann die Farbe wieder über dem Punkt ist, sie werden langsam braun, merken wir, mögen wir nicht mehr so gerne, ist klar. Dann geht auch der Nährwert oft nach unten und auch die Bekömmlichkeit geht nach unten. Das heißt, die Natur hat das im Prinzip der Koevolution wunderbar eingerichtet. Die Pflanzen profitieren davon, dass die Früchte gegessen werden oder auch die Blüten im Prinzip besucht werden, weil genau an dem Punkt, wenn die Blüten die höchste Farbenpracht entfalten und die Früchte am leckersten aussehen, dann ist im Prinzip dann auch der Samen der Pflanze ausgereift und dann ist auch die Chance, sich zu verbreiten, am höchsten. Wenn wir jetzt bei Tomaten zum Beispiel mal anschauen, es gibt ja auch giftige Farben wie das Grün zum Beispiel, wo wir sagen, okay, so eine grüne Tomate gibt es zwar heute auch, aber wir würden sie erstmal intuitiv nicht so gerne essen. Ja, warum? Da drin steckt das giftige Alkaloid Tomatitin und das wird abgebaut, während der rote Pflanzenfarbstoff Lycopin aufgebaut wird. Nach vorliegenden Studien soll dieses Lycopin das Risiko für Prostata-, Lungen- und Magenkrebs verringern. Anthocyane, kommen wir jetzt zur letzten Farbe, das ist das schöne Violett, was wir oft sehen, denken Sie an die ganzen Beerenfrüchte. Das ist der häufigste Blütenfarbstoff, steckt aber auch in unglaublich vielen Naturprodukten, wie zum Beispiel Kirschen, Äpfeln, Erdbeeren, Pflaumen, Trauben und Feigen. Und in einer geringen Konzentration bringt dieser Farbstoff wunderbar Rosatöne, ganz, ganz zarte Rosatöne zum Vorschein. In einer etwas höheren Konzentration wird es dann langsam immer rötlicher, aber mit so einem violetten Ton drinne. Und dann wird es langsam tiefviolett und ganz hohe Konzentrationen, das kennen Sie auch von manchen Beerensorten, die werden dann sogar
schwarz. Es ist immer noch so ein bisschen, wenn man die ausdrückt, was Violettes drinne, dann merkt man, es ist Anthocyan drinne als Farbstoff. Anthocyane haben natürlich auch wieder ihre nützliche Funktion. Sie schützen nämlich Blüten und Früchte vor schädlichem UV-Licht und verhindern Zellschäden bei der Pflanze. Sie entfalten neurologische, entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung im menschlichen Körper. Es macht also perfekt Sinn, wenn wir uns nach den Farben des Regenbogens ernähren. Und unser Bauchgefühl sagt uns zu jeder Zeit, welche Farbe in diesem Moment für uns am bekömmlichsten und am gesündesten ist. Der Zusammenhang zwischen Farben und Gesundheit, den gibt es nicht nur bei Obst und Gemüse, den gibt es genauso auch beim Fleisch. Wenn Fleisch frisch geschlachtet wird, ist es tiefrot. Ja? Jedes Geflügel, jedes Rind und so weiter hat seine eigene Farbigkeit. Wir kennen das, wir schätzen das, wenn das frisch ist. Und das Problem ist nur, dass es natürlich nicht immer überall frisch geschlachtetes Fleisch gibt. Oder auch bei der Wurst ist es ein Problem. Das heißt, wenn die ein bisschen älter wird, ist ganz klar, dann fangen die Farbstoffe da drin an, sich natürlich zu wandeln. Und dann wird es langsam grau. Bei frischen Produkten ist das gar kein Problem aus der Umgebung. Dann hat man beim Biofleischer zum Beispiel die Produkte, da wird nicht gefärbt. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen rotes Licht an der Fleischtheke, was es noch ein bisschen leckerer aussehen lässt. Aber es wirkt manchmal auch schon ein bisschen grau, ist aber natürlich und ist für uns gesund. Die Industrie aber, die große Fleischindustrie, lässt natürlich, da überlässt nichts dem Zufall. Da wird also gefärbt, was das Zeug hält. Das heißt, das Fleisch sieht auch noch nach Wochen tiefrot aus. Da sind also Farbstoffe drin, zugelassene Farbstoffe, die uns ständig signalisieren, das Fleisch ist frisch. Ja, das ist quasi gerade geschlachtet und das funktioniert ganz wunderbar. Wir gucken kaum noch auf das Verfallsdatum oder das Produktionsdatum, sondern wenn das lecker aussieht und lecker angeleuchtet ist, dann halten wir das für frisch. Können Sie diese Äpfel nach Frische und Bekömmlichkeit sortieren? Ich denke, jeder von uns kann das. Auch ein Problem in der Nahrungsmittelindustrie, weil wir merken, wenn die Äpfel nicht mehr so ganz frisch aussehen, dann denken wir, okay, die kaufen wir nicht. Ist ein Riesenproblem. Heute sehen die natürlich alle wunderbar frisch und von den Farben perfekt aus. Warum? Es sind Züchtungen, es sind aber auch viele Stoffe reingekommen, die Farben lange erhalten. Das heißt, die Äpfel zum Beispiel, die wir heute kaufen, schmecken nicht mehr richtig. Auch der Nährwert und auch die Bekömmlichkeit ist runtergesetzt, aber sie sehen alle frisch aus. Das heißt, hier ist ein Umdenken notwendig. Wenn wir wieder gesunde, bekömmliche Nahrung haben wollen, kaufen wir vielleicht auch mal das Obst oder die Äpfel mit einem Fleck und dann vom Biohändler oder auch von einem Händler aus der Umgebung. Und dann merken wir, wir fühlen uns auch damit wieder wohler. Also Farbe kann natürlich auch missbraucht werden und das wird sie in der Lebensmittelindustrie natürlich im großen Stil. Kommen wir jetzt zu den Lebensmittelfarbstoffen. Die Macht der Farben auf unsere Gefühle, Gedanken und Handlungen ist so stark, dass wir damit ganz einfach zu manipulieren sind. Lebensmittelfarbstoffe eliminieren die Spuren der Massentierhaltung, industrieller Massenproduktion und Konservierung für Transport, Lagerung und Distribution. Natürliche Lebensmittelfarbstoffe werden aus Naturprodukten wie roter Beete, Trauben, Kurkuma, Safran, Beeren, Studentenblumen, Molkegras, Zucker oder auch Karotten gewonnen. Verbraucherschützer halten mehr als die Hälfte der etwa 320 Zusatzstoffe, erlaubten Zusatzstoffe, die in unseren Nahrungsmitteln drin sind, für bedenklich. Etwa 40 davon sind Lebensmittelfarbstoffe. Farbstoffe sind Wirkstoffe. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die chemisch stabilen, lichtechten und gut mischbaren Azofarbstoffe entdeckt, die anfangs aus Steinkohle, Teer und heute aus Erdöl hergestellt werden. Azofarbstoffe färben unsere Welt. Jeder von uns hat sie als Wand- und Objektfarben in der Wohnung, als Kosmetika und Kleidung am Körper, als Medikamente in der Hausapotheke oder auch als Nahrungsmittel im Kühlschrank. Farbstoffe sind der Ursprung der chemischen Industrie. Vergessen wir das nicht. 1863 finden Friedrich Bayer und der Färber Johann Friedrich Westcott heraus, wie man den Farbstoff Fuchsin herstellt. Kurz danach gründen sie in Wuppertal-Barmen das Chemieunternehmen Bayer, das alsbald nicht mehr nur Farbstoffe, sondern auch Medikamente für den Welthandel produziert. Etwa 90% aller Lebensmittel
Produkte sind heute verpackt. Farben sind das wichtigste Merkmal im Produktmarketing, da wir ihnen intuitiv vertrauen. Schauen Sie immer nach Inhaltsstoffen und Verfallsdatum, wenn die Farben frisch und appetitlich aussehen? Die Farben wirken stärker als jeder aufgedruckte Text. Schätzungsweise 100.000 migrationsfähige Substanzen gehen von Verpackungsmaterial in unseren Nahrungsmitteln über. Viele davon in Mengen, die toxikologisch relevant sind. Druckfarbstoffe können krebserzeugend wirken oder sogar unser Erbgut verändern. Auch Nieren- und Leberschädigungen sind bereits bekannt. Druckfarbstoffe können ganz direkt auf Nahrungsmittel übergehen oder über freigesetzte Gase wandern. Noch gefährlicher sind Farbstoffe dort, wo wir sie gar nicht vermuten, beim Recyclingpapier. Es sieht also umweltfreundlich und gesund aus, wenn wir so eine schöne braune Naturverpackung sehen. Aber Sie kennen das selber, wenn Sie Ihre Zeitungen, Zeitschriften, Ihr Verpackungsmaterial entsorgen, da sind natürlich wieder Druckfarbstoffe, Azofarbstoffe, da ist alles so drin, was man eigentlich gar nicht für den Verzehr denkt. Und das Ganze wird dann prima quasi wieder aufbereitet, das wird in diesen großen Maschinen einfach alles gut durchgemischt und nachher ist es wieder in der Verpackung drin. Und dann wandert das natürlich wieder aus auf den Inhalt. Wir bewegen uns hier in einem Teufelskreislauf und wir können auch nicht viel dagegen tun, außer bewusster unsere Produkte am besten ohne Verpackung kaufen oder wenn wir Verpackungen kaufen, dann in einem Handel, dem wir vertrauen. Es ist jedoch nicht nur wichtig, welche Farbe hat unsere Nahrung, sondern wenn wir gesund und gut leben wollen, ist es genauso wichtig zu schauen, welche Farben hat unser Habitat, also unser Lebensraum, unsere Städte, unsere Siedlungen, unsere Wohnräume, unsere Arbeitsräume. Das ist genauso entscheidend für unsere Gesundheit. Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn wir erstmal einen Blick wählen auf unser angestammtes Habitat. Das hat sich nämlich während Jahrmillionen entwickelt. Das ist der Grünraum. Wenn wir uns also unser Wahrnehmungssystem angucken, das visuelle Wahrnehmungssystem, dann merken wir, alle drei Farbzapfen in unseren Augen überlappen sich im mittleren grünen Wellenlängenbereich. Und das hat zur Folge, dass mehr als die Hälfte aller Farbtöne, die ein Mensch überhaupt unterscheiden kann, Grüntöne sind. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich zurechtfinden in einem von Pflanzen bewachsenen Habitat, wie unsere Vorfahren das über Jahrmillionen tun mussten. Und in diesem Habitat ist es natürlich entscheidend, wenn wir Nahrung finden wollen, wenn wir Wege wiederfinden wollen, wenn wir unsere Feinde erkennen wollen, um am Leben zu bleiben, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass wir dort feinste Grüntonnuancen auch erkennen können. Dann ist natürlich die nächste Frage, in welchen Farben fühlen wir uns am wohlsten? Schauen wir uns mal vielleicht die nächsten Verwandten des Menschen an, die Schimpansen. Wie leben Schimpansen? Schimpansennester sind in den Baumkronen hoher Bäume. Ja, warum sind die da? Weil sie natürlich dort A, Sicherheit finden, auf der anderen Seite aber auch Licht, Luft und Helligkeit zum Leben brauchen. Sie gehen also raus, weg vom Boden hin, dahin, wo es blau wird, wo man in die Weite wieder der Baumkronen schauen kann und bauen sich dort in Sicherheit ihr Nest. Schauen wir auf den Archetyp eines Hauses in Nong Khya in Laos. Braun ist hier die Bodenfarbe, das birgt für Sicherheit, Festigkeit und schafft ein Grundvertrauen. Ein leichtes Dach schützt uns vor Sonne und Regen und der Blick auf die Landschaft bleibt jedoch völlig frei. Das funktioniert natürlich nicht nur bei traditionellen Häusern, sondern auch in der modernen Architektur. Das heißt, ein großer Ausblick, ja, der uns durch die heute wirklich möglichen großen Fensterflächen, vielleicht am besten sogar nach rahmenlos möglich ist, ist für uns eigentlich ein Wohnraum, der uns am besten tut. Aber wichtig ist natürlich quasi, was ich durch diesen Ausblick sehe. Also nicht nur die Frage, ob ich große Fenster habe oder wie viele Fenster ich habe, sondern was in unseren Bauordnungen und Vorgaben nirgendwo geregelt ist, ist die Frage, was sehe ich denn eigentlich, wenn ich da rausgucke? Das heißt, da kommen wir wieder auf den Genius Loci, den Geist des Ortes. Am wohlsten tut uns ein Blick auf einen Grünraum, auf den Himmel, auf eine Wasserfläche, also auf die Farben der Natur, die auch in unserem Wahrnehmungssystem einbeschrieben sind. Das heißt, wenn wir ein Haus planen an einem Ort, ist natürlich erstmal wichtig, welche Farben sind dort in der Natur bereits gegeben
Und dann kommt hinzu, wie kann ich mir diese Farben ja, über Öffnungen im Gebäude nach innen holen. Erst dann, im zweiten Schritt, kommt die Frage, wie kann ich ausgehend von diesen Basistönen des Ortes dann die Farben ja, in meinem Wohnambiente so gestalten, dass es wieder harmonisch einen Zusammenklang gibt und ich mich da drinnen wohlfühle. Also Dinge, die ich da drinnen in diesem Haus erledigen möchte, an verschiedenen Orten, vielleicht auch verschiedene Sachen. An einem Ort möchte ich vielleicht zur Ruhe kommen, schlafen oder am anderen ein Buch lesen. An dem nächsten mit meiner Familie, meinen Freunden angeregt, mich vielleicht unterhalten oder zusammen essen oder kochen. All diese verschiedenen Funktionen brauchen verschiedene Farben und die müssen dann wiederum mit den Farben der Umgebung im Einklang stehen. Das heißt, eigentlich ist das gar nicht so schwer, ein gelungenes Farbkonzept zu machen. Das Problem ist nur, es fängt tatsächlich mit der Auswahl des Ortes, also der Lage des Grundstücks an. Dann geht es weiter von der richtigen Formensprache, ja, die quasi mit dem Ort korrespondieren muss und findet dann in den Oberflächen, in dem Farbkonzept seine Vollendung. Das sind Orte, an denen wir uns wohlfühlen, an denen wir lange gesund bleiben und die uns gut tun. Im nächsten Beitrag werden wir uns der dritten Funktion der Farben zuwenden. Wir werden sehen, dass Farben auch ganz schön abschreckend sein können, denn auch das gehört zu ihren biologischen und kulturellen Funktionen.